Widderkaninchen. Hi Leute, Kaninchendame Chiara lässt nicht etwa die Ohren hängen, weil sie schlechte Laune hat. Nein, sie ist ein Widder, also ein Widderkaninchen. Die haben alle Schlappohren. Was es alles über Widderkaninchen zu wissen gibt, das erfahre ich heute. Los geht's mit der Quizfrage. Warum heißen diese Kaninchen Widder? Antwort A, wegen ihrer Kopfform. Oder Antwort B, weil sie mit Schafen verwandt sind. Die Auflösung gibt's wie immer am Ende. Und für euch gibt's jetzt schon mal Infos. Alle Widderkaninchen haben Schlappohren. Die Widderkaninchen stammen genau wie die Hauskaninchen mit stehenden Ohren von den Wildkaninchen ab. Schon vor mehreren hundert Jahren gab es Hauskaninchen, die ganz zufällig anstatt der typischen Stehlöffel ein oder zwei herabhängende Ohren hatten. Doch die Schlappohren gefielen den Leuten so gut, dass Kaninchenzüchter bereits vor über 150 Jahren anfingen, die ersten Widderkaninchen zu züchten, indem sie Kaninchen mit hängenden Ohren verpaarten. Es gibt fünf verschiedene Arten der Widder. Die größte davon ist der deutsche Widder. Dann kommt der seltene Meißner Widder und der englische Widder, der besonders große Ohren hat. Der Kleinwidder ist etwa halb so groß wie der deutsche Widder. Am allerkleinsten ist der Zwergwidder. Es gibt sie alle in ganz vielen verschiedenen Farben. Ich besuche heute Alex, denn ich habe gehört, dass in seinem Garten viele Widderkaninchen herumhoppeln. Alex? Ja, hallo. Hi, grüß dich. Wow, du hast hier ein richtiges Kaninchenparadies. Ja. Darf ich zu dir reinkommen? Klar, gerne. Seine ersten Zwergwidder hat Alex vor 15 Jahren bekommen. Mittlerweile hat er 7 Zwergwidder und 8 deutsche Widder, die er sogar züchtet. Guck mal, Alex, die begrüßen mich schon. Wer ist denn das hier? Das hier ist die Chiara. Hallo. Das hier ist die Khaleesi. Und das ist die Mama, die Mercedes. Das ist die Mama. Wie alt sind die denn dann? Die zwei, die sind jetzt knapp 20 Wochen alt und sie ist schon über ein Jahr alt. Wow, das sind aber schon ganz schöne Brocken, ehrlich gesagt. Ja, das ist die Rasse. Okay, werden die noch größer? Die hier wird nicht mehr größer, die zwei wird gleich groß oder sogar noch größer als die Mama. Wahnsinn, und die Ohren, die sind ja echt richtig lang. Und warum sind die da drüben nicht mit denen hier zusammen? Hier sind die Mädels und hier sind die Jungs. Ach so. Damit es keinen unerwünschten Nachwuchs gibt, werden die unkastrierten Männchen zwar mit Blickkontakt, aber getrennt von den Weibchen gehalten. Was hast du hier sonst noch für Kaninchen? Also deine große, deine deutsche Widder, habe ich noch ein paar Zwergwidder. Oh, können wir uns die auch anschauen? Klar, komm mit. Ja. Ja, cool. Die sind ja echt deutlich kleiner, aber die Ohren hängen genauso und sind auch relativ groß. Ja. Brauchen die denn dann eigentlich weniger Platz als die Großen? Nein, die Zwerge brauchen auf keinen Fall weniger Platz, bräuchten eher sogar noch mehr Platz. Ah, weil sie aktiver sind, oder? Genau, die sind aktiver. Man sagt so pro Kaninchen zwischen 2 und 3 Quadratmeter. Mhm. Und da man natürlich Kaninchen nie alleine halten sollte, also minimal 2 Kaninchen, deswegen 4 bis 6 Quadratmeter. Also theoretisch könnte ich mir auch Kaninchen in der Wohnung halten? Du könntest dir theoretisch auch 2 in der Wohnung halten. Die bräuchten dann halt dann genügend Platz und auch einen Garten. Das wäre auch ganz schön. Da freuen sich die Kaninchen auch, wenn sie raus dürfen. Genau. Sag mal, Alex, sind deine jetzt das ganze Jahr über hier draußen im Garten? Ja, die sind das ganze Jahr über draußen. Muss man da auf was besonders achten? Man muss auf verschiedene Sachen achten. Wenn sie jetzt hier zum Beispiel im Garten sind, dann muss der Auslauf hier tagsüber buddelsicher sein, also der Zaun muss eingegraben sein. Okay, ja klar. Und er muss natürlich hoch genug sein, damit kein Kaninchen rausspringen kann und keine Hunde oder ähnliches reinspringen können. Ah ja. Muss man beim Stall auch auf was Besonderes achten? Ja, komm mal mit, ich zeig's dir. Okay. Ui, das ist aber gemütlich hier drin. Ja, ist recht gemütlich hier. Für was ist denn dieses Tuch da draußen? Dieses Tuch ist dafür da, damit die Kaninchen einfach gegen Wind geschützt sind. Die haben hier quasi so eine geschützte Ecke, damit sie keinen Zug bekommen. Und ansonsten gibt es hier auch ein paar Möglichkeiten, wo sie sich verstecken können. Genau, das ist ganz wichtig. Sie sind hier eben nachts drin. Mhm. Und dann müssen sie sich hier einkuscheln können und sich auch ja beschäftigen können. Und deswegen gibt es hier auch so verschiedene Versteckmöglichkeiten. Ganz wichtig ist hierbei immer ein und ein Ausgang, damit sie sich nicht in die Quere kommen. Und Stroh ist drin. Genau. Hier draußen ist auch ein Draht.
Der ist wahrscheinlich dafür da, dass keine anderen Tiere reinkommen. Auch. Genau, das ist ein ganz spezieller Draht. Der ist ziemlich dick und ziemlich widerstandsfähig. Und der ist einfach dafür da, um die Kaninchen vor Fuchsmarder und Ähnlichem zu schützen. Könnten die sich hier jetzt eigentlich auch rausbuddeln? Nein, nach unten ist auch alles zu, damit sich eben niemand rausbuddeln kann und auch niemand reinbuddeln kann. Hier drin sind sie auf jeden Fall perfekt geschützt. Ui, die großen Kaninchen machen eindeutig auch große Haufen. Da helfe ich Alex doch gleich mal beim Saubermachen. Fertig! So. Wie oft machst du denn hier sauber? Hier mache ich minimal alle 2 Tage sauber, wenn nicht sogar jeden Tag. Boah, da hast du ja einiges zu tun. Ja. Super, dann sind wir fertig. Nein, nicht ganz, denn der Stall muss natürlich auch noch sauber gemacht werden. Ah, na klar, dann mal ab in den Stall. Boah, Leute, schaut euch das an. Das hier ist Mist von nur einem Tag. Aber jetzt haben es unsere Widderkaninchen wieder schön, kuschelig und sauber vor allem. Ja. Muss man denn auf noch was achten bei der Pflege von Widderkaninchen? Also eigentlich bei der Haltung von jedem Kaninchen muss man beachten, dass das Kaninchen eben gesund ist. Mhm. Und das sieht man meistens so auf die Ferne nicht. Deswegen gibt es da ein ganz spezielles Training, das Medical Training. Medical Training? Also Alex, Medical Training, das heißt ja eigentlich medizinisches Training. Genau. Was genau musst du da machen? Also wir haben jetzt hier die Chiara. Und da die Chiara ja ein deutscher Widder ist, die lässt sich wirklich sehr, sehr gerne anfassen und das macht das auch gar nichts aus. Ist das quasi schon gegeben. Normalerweise muss man die Kaninchen erstmal so ins Anfassen gewöhnen. Ja. Und dann übe mit ihr einfach, dass sie mal die Ohren anschauen darf, die Ohren anfassen darf, dann auch mal reinschauen darf, damit man sieht, dass hier drin alles okay ist. Mhm, also keine Entzündung. Genau. Und dann gewöhne ich sie auch irgendwann dran, dass sie mal die Pfote hochnehmen darf. Dann kann man hier auch die Kralle kontrollieren und dann auch einfach Auge, Nase, mal so ein bisschen die Zähne anschauen. Also man checkt einfach das komplette Kaninchen genau, einmal durch. Genau, das ist quasi so ein Gesundheitscheck für das Kaninchen. Super. Den man am besten täglich machen sollte. Mhm. Kann ich das auch mal bei einem Kaninchen machen? Ja, allerdings glaube ich, dass Mercedes für die am besten geeignet ist. Na dann, Mercedes! Also, jetzt gewöhne ich sie erstmal ein bisschen an mich und streichel sie. Da kann ich ihr immer mal wieder was Kleines geben. Und dann schaue ich, dass ich die Ohren anfassen kann. Schaut gut aus, das ist sehr wichtig. Mhm. Da ist nichts entzündet. Hier ist auch sehr gut. Die Augen schauen auch gut aus. Wenn du die Kaninchen täglich checkst, dann musst du bestimmt auch gar nicht so oft zum Tierarzt, oder? Naja, also ich muss fast gleich oft zum Tierarzt, wenn ich sie nicht checken würde. Ich kann mir lediglich zum Beispiel eine Kralle schneiden sparen. Mhm. Und ich erkenne eben die Krankheiten auch frühzeitig mhm. und kann dann schnellstmöglich reagieren. Also mit Tierarztkosten ist immer zu rechnen. Ich würde mal sagen, so 200 bis 400 Euro pro Kaninchen mhm. und Jahr. Darin sind aber auch noch Impfungen enthalten. Ja, wie viel kostet denn so ein Widderkaninchen? Also ein Widderkaninchen bekommt man zwischen 50 und 100 Euro. Mhm. Wie viel gibt man denn so fürs Futter aus? Das kostet so circa 40 bis 60 Euro für 2 Kaninchen pro Monat. Mhm. Im Sommer ist es deutlich günstiger, im Winter natürlich deutlich teurer. Ja, im Sommer kannst du ja auch einfach ganz viel Gras genau. füttern. Genau, das wäre jetzt auch wieder Zeit, sollen wir es mal machen? Ja, das machen wir. Mercedes und die anderen haben sich eine Belohnung auch echt verdient. Boah, Alex, jetzt haben wir echt ganz schön viel Zeug dabei. Wird das jetzt alles an die Kaninchen verfüttert? Ja, das wird alles an die Kaninchen verfüttert. Echt? Okay, und wer kriegt da was? Also sie bekommen eigentlich alle alles. Mhm. Nur das hier, das ist Trockenfutter. Mhm. Das bekommt nur die Große. Warum kriegen die Kleinen das nicht? Die Kleine hat einen niedrigeren Energiebedarf als die Große und deswegen kriegen das die Große. Da sind getrocknete Kräuter und Blüte drin, ein mhm. bisschen Mais, ein bisschen Hagebutte. Und das schmeckt denen gut und tut ihnen auch gut. Genau. Ich habe hier auch noch ein bisschen Gemüse dabei. Also bei Karotten weiß ja jeder, dass die Kaninchen gerne fressen. Hier haben wir noch ein Paradieschen und Salat. Also ist auch eine bunte Mischung. Genau, das ist auch eine bunte Mischung. Ganz wichtig ist hierbei viel Blättriges mhm. und eher weniger Knollengemüse. Dazu kommt eine große Portion frisch gepflücktes Gras von der Wiese. Und was ist das hier? Ja, das ist ein Trockenfutter, das man nicht verfüttern sollte. Das habe ich jetzt extra mal mitgebracht zum Zeigen. Warum sollte man das nicht verfüttern? Das kann man gleich mal ausprobieren. Okay, da bin ich aber mal gespannt. So, und jetzt? Jetzt füllen wir da Wasser rein und schaut, was passiert. Alles klar, Wassermarsch.
Schaut mal, was mit dem Futter in nur 5 Minuten passiert. Boah, Alex, das ist ja total aufgequollen. Ja, und jetzt stell dir mal vor, das passiert im Magen. Die würden Bauchweh kriegen. Richtig. Gar nicht gut. Also Leute, wer seinem Kaninchen was Gutes tun will, verfüttert anderes Futter. Es ist angerichtet. Kaninchen brauchen rund um die Uhr Grünfutter, da sie nicht einzelne Mahlzeiten zu sich nehmen, sondern den ganzen Tag lang kleine Mengen fressen. So ist ihr Darm immer in Bewegung und sie bekommen keine Verdauungsprobleme. Bei artgerechter Fütterung und Haltung werden deutsche Widder etwa 6 Jahre alt, Zwergwidder ungefähr 11 Jahre. Die Zähne von Kaninchen wachsen lebenslang nach. Damit sie nicht zu lang werden, bietet Alex seinen Schlappohren harte Äste und Holz als gesunden Knabberspaß an. So, da gibt's noch ein bisschen was. Gut, Alex, jetzt sind alle versorgt und wir können es uns hier ein bisschen gemütlich machen mit Chiara und den anderen. Ja. Deine Widderkaninchen sind schon echt sehr kuschelig, oder? Ja, die sind alle sehr zutraulich. Die sind es auch gewöhnt, dass sie so viel gestreichelt werden und mögen das auch. Ja, also die Große, die deutsche Widder, die möge das sehr, sehr gerne gestreichelt zu werden. Die sind richtig menschenbezogen. Mhm. Die kleine Zwergkaninchen mögen es eher nicht so, das sind eher Beobachtungstiere. Ah ja. Auch wenn sie sehr kuschelig sind, mögen es Widderkaninchen nicht, wenn man sie festhält oder hochhebt. Ich wollte heute ja von euch wissen, warum heißen diese Kaninchen Widder? Antwort A, wegen der Form ihres Kopfes. Oder Antwort B, weil sie mit Schafen verwandt sind. Na Alex, was meinst du? Natürlich ist Antwort A. Wenn man sich jetzt so einen Widderkaninchenkopf von der Seite anschaut, dann sieht man, dass der gewölbt ist nach außen, also quasi leicht rund. Mhm. Und das erinnert an die Kopfform von einem männlichen Schaf, also einem Schafwidder. Ganz genau. Sie schauen vielleicht aus wie Schafe oder haben Ähnlichkeit mit ihnen, aber sie sind auf gar keinen Fall mit ihnen verwandt. Vielen Dank, Alex, für den coolen Tag mit deinen Kaninchen und dir. Sehr gerne. Mädels, ich finde euch wunderschön und ich verzeihe euch auch, dass ihr ein bisschen mehr Mist macht als die anderen. Und außerdem, wer könnte diesen Schlappohren widerstehen? Leute, ich mach's mir hier mit den Mädels noch ein bisschen gemütlich und sag tschüss, bis zum nächsten Mal.